Die gestrige Sendung von Maybrit Illner hat mir persönlich recht gut gefallen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Denn da wurden viele gute Argumente ausgetauscht und man hat auch erkannt, dass dort Politiker sitzen, die ja was von ihrem Fach verstehen. Naja gut, und dann gab es da halt noch Kevin von der SPD und Melanie vom Spiegel. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche hier ein letztes Mal aus Dänemark. Gestern gab es ja die Sendung von Maybrit Illner und zu Gast waren unter anderem der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD Beatrix von Storch. Dann waren dabei, Kevin Kühnert, seines Zeichens Generalsekretär der SPD. Dann war dabei die Gruppenvorsitzende, muss man ja sagen. Ne? Also die Parteichefin des Bündnis Sarah Wagenknecht, und die stellvertretende Chefredakteurin vom Spiegel, Melanie Ammann. Zu Kevin Kühnert hatte ich mich ja bereits in einem Video schon mal geäußert und ich würde jetzt ehrlich gesagt auch ganz gerne hier in diesem Video darauf verzichten, dass ich nochmal das Gleiche im Grunde genommen über Kevin erzähle. Wer Interesse daran hat, meine Meinung zu Kevin ja zu wissen, der darf sich gerne einmal das andere Video angucken. Allerdings ein wenig erstaunt, aber auch belustigt war ich durch die Reaktion der stellvertretenden Chefredakteurin des Spiegels, Melanie Ammann. Ja, Melanie Ammann ist es wohl nicht gewohnt, in eine Sendung eingeladen zu werden, wo es halt nicht heißt 5 gegen 1, wo sie sich dann auf die richtige Seite stellen kann, ja, sondern dass man ihr dementsprechend halt auch mal Paroli bietet. Und mit zum Beispiel Sarah Wagenknecht oder aber auch Beatrix von Storch hatte sie dort zwei Frauen sitzen, die sich halt dieses Mal nicht das Wort haben im Mund umdrehen lassen, so wie in der letzten Sendung mit ihr. Ich glaube, die wurde im Dezember 2023 ausgestrahlt. Und nur mal zur Einordnung. Ja, man ordnet ja heutzutage immer ganz gerne irgendwas ein. Melanie Ammann ist diejenige, die diese Geschichte mit dem auf der Maus ausgerutscht im Grunde genommen ausgedacht hat, wie auch das Landgericht Berlin in seinem Urteil aus dem Jahr 2017 festgestellt hat. Naja, und dann saßen da halt nun die Angeklagte und die Klägerin, also Klägerin war Beatrix von Storch, Angeklagte war die Melanie Ammann. Ja, und das hat wahrscheinlich auch bei Melanie Ammann so ein paar Erinnerungen geweckt, wie sie dann halt vor dem Landgericht in Berlin verloren hatte. Ja, aber Melanie Ammann scheint es halt, wie gesagt, nicht gewohnt zu sein, dass in einer Sendung einmal nicht alle gegen einen agieren. Ja, und so sagte sie auch, ja, dass sie kurz davor sei, in Depressionen zu verfallen. Also ich bin wirklich, verfalle hier in Depression. Der nächste im Bunde, auf den ich mich ganz gerne einmal einlassen möchte, das ist unser ehemaliger Gesundheitsminister Jens Spahn. Also das ist der Typ mit den Maskendeals, das ist der Typ mit seiner Villa und so weiter. Ne? Und ja, das ist der Typ, der mit in der Regierung saß, ne, als Merkel im Grunde genommen noch Bundeskanzlerin war. Dementsprechend ist er halt nicht Teil der Lösung, sondern er ist grundsätzlich Teil des Problems. Denn, ja, auch in seiner oder unter seiner Rigide hat sich an dem Problem der Migration hier in Deutschland, sagen wir mal, nicht wirklich etwas geändert. Dass er das nun ausgerechnet Kevin Kühnert vorwirft, dass sich die SPD zusammen mit den Grünen jetzt ja nun in dieser Problematik oder im Grunde genommen in dieser Situation auch nicht einen Millimeter bewegen, das entbehrt schon nicht einer gewissen Art von Humor. Naja, auf jeden Fall konnten sich Beatrix von Storch und Sarah Wagenknecht einfach ganz genüsslich zurücklehnen und gucken, wie Jens Spahn auf den armen Kevin eindrischt. Ja, und im Grunde genommen konnten sich Beatrix von Storch und Sarah Wagenknecht dann auch die Bälle hin und her werfen. Sieht auch Kevin Kühnert es so?
dass es eine Grenze dessen gibt, was geht bei der Migration. Und sieht auch Kevin Kühnert es so, dass Städte und Gemeinden in Deutschland überfordert sind. Weil das ist die Voraussetzung. Kein Mensch in Deutschland braucht Politiker, die allgemeinphilosophische Diskussionen darüber führen, dass es irgendwie gefühlt irgendwann zu viel ist. Wenn wir nicht beantworten können, was genau die Lösung sein soll, die auch funktioniert, damit diese Situation nicht eintritt. Wenn man sich zum Beispiel Dänemark zum Vorbild nimmt. In Dänemark ist es relativ klar, wer Asylrecht hat, der bekommt auch seinen Schutzstatus. Wer kein Anrecht hat, hat auch kein Recht auf soziale Leistungen und auf alles, was damit verbunden ist. Die dänische Regierung gibt denen, die abgelehnt sind, das Geld dafür, dass sie zurückreisen können. Die dänische Regierung schiebt so gut wie gar nicht ab. Sie haben aber durch diese veränderte Politik die Zahlen massiv reduziert. Und das ist natürlich seit Jahren schon ein Problem, gerade auch in den letzten Jahren, was die Menschen umtreibt. Was aber natürlich nicht fehlen durfte, ja, das war das Thema Korrektiv, Potsdam, angebliches Geheimtreffen, lalali, lalala, lalalo. Und mittlerweile sind da jetzt ja allein in den ersten 4 Wochen schon so viele ominöse Details ans Tageslicht gekommen, dass man mittlerweile davon ausgehen kann, dass dieser Bericht von Korrektiv, ich will nicht sagen, erstunken und erlogen ist, das möchte ich mir hier nicht anmaßen, aber dass es doch da ziemlich viele Ungereimtheiten gibt. Ja, zum Beispiel, wie sie an diese Information oder an diese angeblichen Informationen herangekommen sind und so weiter. Aber wie gesagt, es war halt auch auf jeden Fall Thema und Frau Illner sprach dieses Thema dann auch an und Frau Storch konnte das gut, ja, kontern. Und weil die Redaktion vom ZDF wusste, dass Frau Storch das kontern konnte, haben sie natürlich mal wieder, ja, dann Sachen eingestreut und das kennen wir zum Beispiel von Markus Lanz, dass es dann heißt, ja, aber der Herr Höcke hat doch gesagt, ja, also sprich im Grunde genommen wieder diese Kontaktschuld, die versuchte Markus Lanz damals schon bei Tino Chrupalla aufzubauen. Aber auch da konterte Beatrix von Storch meiner Meinung nach sehr souverän. Man ihrer Partei eher nur zuhören. Also eigentlich braucht es Korrektiv nicht, über die sie sich sehr das, ärgern. Das, was hier kolportiert worden ist, ist, dass die AfD Deutsche auf der Grundlage ethnischer Merkmale deportieren, also quasi ins KZ bringen möchte. Und das ist einfach... Remigration in Anführungsstrichen ist formuliert. Nein, das ist genau. Sie setzen das um, Sie benutzen ein anderes Wort. Wir benutzen das Wort Remigration. Die sind hierher migriert und die müssen zurückmigrieren. Wenn sie illegal hier sind, wenn sie keinen Aufenthaltstitel haben oder wenn sie schwer straffällig geworden sind und wir möglicherweise bei Doppelstaatlern die Staatsbürgerschaft entziehen können, auf der Grundlage von Rechtsstaat und Gesetzen. Jetzt haben wir schon zitiert und man musste Ihnen aber auch ehrlich gesagt nur vorher gut genug zuhören, um zu wissen, dass das gar kein Geheimtreffen ist, sondern dass man eigentlich ja, da eine präzise beschriebene Politik findet. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Dieses Regenbogenimperium mit den USA als Kernland und der Bundesrepublik Deutschland als wichtigsten Brückenkopf in Europa ist es, dass die Zerstörung der Nation durch Masseneinwanderung forciert. Der große Austausch schreitet voran. Bereits über 27% Nichtdeutsche in Deutschland und die Zahl wächst unaufhörlich. Nie zuvor gab es mehr Ausländer und prozentual weniger Deutsche in Deutschland. De facto ist dies eine Entdeutschung Deutschlands. Also es braucht eigentlich gar nicht die Aufregung von Ihnen um Korrektiv und den Verfassungsschutz, weil eigentlich sagen Sie es ziemlich offen. Ich bin Ihnen wirklich dankbar für diese ganzen Einspieler, weil es genau das nochmal sozusagen unterstreicht, mit dem man versucht hat, den Menschen Angst zu machen, die Menschen auf die Straßen zu bringen. Wir hatten jetzt gerade eine Wahl und wir haben die nächste Wahl und auch dafür gibt es Umfragen für die EU-Wahl. Da sind wir bei plus 100%. Ja. Da werden wir steigen und die Grünen werden sich halbieren und die FDP wird sich auch halbieren und ist damit dann weg vom Fenster. Also das heißt, diese ganze Versuche, die Sie in der breiten Medienlandschaft die ganze Zeit schon gemacht haben, die gehen jetzt an den Problemen der Menschen vorbei, denn die haben ganz... Naja, und was Sarah Wagenknecht anbelangt, ja, da ging es im Grunde genommen in ihrer gesamten Argumentation
Mit Ausnahme des Teils, wo sie im Grunde genommen das Narrativ der AfD übernommen hat, was die Migration anbelangt, ging es eigentlich nur um soziale Gerechtigkeit, also um Mindestlohn und bla und so weiter. Und das ist halt ihr Steckenpferd. Und das möchte ich ihr auch lassen und das ist auch alles soweit in Ordnung. Ne? Dafür hat sie zusammen mit anderen halt das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet. Ist jetzt nicht mein persönlicher Favorit, ja, aber diese Partei hat halt, genau wie alle anderen Parteien wohl auch, ihre Existenzberechtigung. Immerhin wollen sie zumindest, was die letzten Umfragen anbelangt, ungefähr 5-6% aller Bundesbürger zur nächsten Bundestagswahl auch wählen. Das ist auf jeden Fall mehr, als die FDP momentan zustande bekommt. Und abschließend kann ich im Grunde genommen nur sagen, ich kann euch diese Sendung genauso wie die Sendung mit Markus Lanz oder beziehungsweise von Markus Lanz mit Tino Chrupalla dieses Mal nur empfehlen. Denn für mich war das dieses Mal eine der besseren Sendungen. Es war halt nicht wieder dieses Alle gegen einen. Es wurden gute Argumente ausgetauscht, auch wenn es mal verbal ein bisschen aggressiver zur Sache ging und man sich hat mal wieder nicht gegenseitig ausreden lassen. Aber ja, was für mich ganz deutlich ist, dass es im Grunde genommen eine gute Sendung gewesen ist, war das Kommentar eines Nutzers auf X, der sagte, wie kann es sein, dass ich seit Wochen hier mit Fantastrillionen Menschen auf die Straße gehe, um gegen rechts zu demonstrieren, wenn das ZDF es wagt, ja, eine von der AfD und vom BSW einzuladen, die beide die Demokratie abschaffen wollen. Ja, und genauso dumm habe ich auch geguckt. Gut, wie auch immer, wieder mal genug gesabbelt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden in über 8000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro aufgrund der illegalen Migration hier verbrennt, aber uns allen sagt, dass wir jetzt sparen müssen, einfach abgewählt gehört.